Mal sehen, was der uns zu sagen hat. Den Keeper hatten wir da, glaube ich, auch schon, oder? Ja. Sicher ist sicher. So, jetzt gehen wir mal runter. Hier müsste doch jetzt eigentlich dieser Korban rumschwirren. Mal schauen. Ja, hier ist jetzt wieder ein reges Treiben. Korban! Ey, du altes Haus! Commander? Ich habe nicht erwartet, Sie noch einmal zu sehen. Was kann ich für Sie tun? Ich will antworten. Fangen Sie am besten mit der Wahrheit an, Korban. Ich weiß gar nicht, worauf Sie anspielen. Meine Experimente sind... Schluss mit dem Gefasel! Ihr Freund Yalit hat uns von Ihnen erzählt. Sie haben mit Yalit gesprochen? Dann wissen Sie von den Daten? Was für Daten? Nein, aber Sie werden es mir gleich sagen. Alles. Ihr könnt gehen, Jungs. Aha, Leibwächter. Anscheinend haben sich meine Pläne gerade geändert. Ich bin nicht so übel, wie Sie glauben, Commander. Yalit und ich waren nur verschiedener Meinung. Wieso? Nur weiter. Das Unternehmen, für das wir arbeiten, hat ein experimentelles Verfahren für den Einsatz in medizinischen Scannern entwickelt. Aber Yalit und ich haben ein noch viel größeres Potenzial darin gesehen. Also haben wir die Pläne gestohlen und heimlich ein Gerät entwickelt, um die Keeper zu scannen. Können Sie sich das vorstellen? Ein Gerät, mit denen man die Keeper auslesen kann. Ja, und? Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Sie haben es Wow. selbst gesehen, Commander. Und sie wissen, dass wir es schaffen können. Was ist mit Yalit? Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Ich verstehe schon. Nee, ich verstehe eigentlich nicht. Was? Also wollen Sie nur wiederhaben, was Yalit gestohlen hat. Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Commander, wenn Sie für mich weitere Daten sammeln würden, stellen Sie sich vor, was wir alles lernen könnten. Und es wäre auch eine Gelegenheit, einen großen Profit daraus zu schlagen. Jetzt reicht's hier. Ich werde keine Gesetze brechen, um für Sie zu forschen. Geben Sie zurück, was Sie gestohlen haben, oder ich werde Sie verhaften lassen. In Ordnung. Ich habe es verstanden. Also dann, keine Scans mehr. Versprochen. Aber Yalit hat natürlich noch die Initialisierungsdaten. Ich bezweifle, dass er sie zurückgeben will. Ja, dann werden wir den mal überzeugen. Na. Ich kümmere mich schon um Yalit. Commander? Gut. Also. Was haben wir denn jetzt? Jetzt ist die Sache mit den Keepern aber auch abgeschlossen. Okay. Na toll. Ja, dann müssen wir jetzt mit Yalit sprechen. Dazu müssen wir zum Präsidium. Ach Quatsch, zum Sicherheits-, C-Sicherheitsabteilung. Ritas Schwester müssen wir da auch hin. Der Wunschreporter müssen wir da hoch. Der Fan können wir jetzt, glaube ich, gar nicht machen. Selbst wenn wir... Die Heimkehr. Yalits Geheimnis. Ich glaube, das Beste wäre jetzt... Wir gehen jetzt erstmal ins in die C-Sicherheit. Und dann hoch zum Flux und zu der Schwester. So. Genau. Also, schnell Bezirke und C-Sicherheit. Ab geht's. Laden. Yeah. So, da sind wir auch schon. Ja, okay. Und jetzt hier hoch, da war es, glaube ich, zu dem Yalit und zum Shellig. Und den können wir jetzt erstmal hier berichten, wie top das gelaufen ist mit dem Flax oder wie der hieß. Hallo. Was zum Teufel ist da unten passiert, Commander? Ich habe ihn nicht gemocht. Jax musste sterben. Jax hieß der. Stimmt. Hier, Ihre Lieferung. Verdammt, ich muss mich sofort drum kümmern, bevor Jax Bosse von seinem Tod erfahren. So, jetzt Jenna raus erstmal hier. Und unser Deal? Wir halten Jenna da raus. Sie setzen mich unter Druck, Commander.
Sie finden selbst raus, wenn Sie fertig sind. Yeah. So, abtrünnig plus 9? Stehen wir denn momentan da? Vorbildlich noch. Na gut, wir halten noch relativ die Waage. Jetzt wollte ich mal hier hochgucken. Ich glaube, hier sind noch Keeper, die wir hätten scannen können. Da zum Beispiel. Geht jetzt natürlich nicht mehr, weil wir es verkackt haben. Was um alles in der Welt ist das hier? Sind wir hier im Portal gelandet oder so? Sieht aus wie so eine riesige Testchamber von Portal. Leute, was macht ihr hier? Ihr guckt einfach raus auf nichts. Hier ist nur ein großer leerer Raum. Und ein Codex-Eintrag. Echt, muss ja echt ein toller Job sein hier, der C-Sicherheit. Was ist das hier? Ein Fahrstuhl. Auch für nichts zu haben. Nochmal, ich scanne ja einfach alles durch. Einfach alles angucken. So, jetzt aber hier, Jalid, komm mal her. Altes Haus. Alte Socke. Wo ist er denn? Ach, da. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Natürlich. Sie haben mich angelogen, Jalid. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Sie haben bei den Keeper-Daten gelogen. Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Ja, dafür zeige ich Sie an. Das kann nicht so weitergehen. Ich werde darüber Bericht erstatten. Aber ich kann nicht. Was passiert mit den Daten, wenn ich weg bin? Was wird aus unserer Forschung? Zu spät, Volus. Sie hatten ihre Chance. Aber diese Daten könnten dazu benutzt werden, alle Geheimnisse der Keeper aufzudecken. Denken Sie nur, was wir alles über die Zitadelle erfahren könnten. Es ist ja, okay, dann erzähl erst mal. Was ist mit diesen Daten? Nun, es ist alles noch sehr am Anfang. Aber laut der ersten Scans sind die Keeper so alt wie die Zitadelle selbst. Wir lernen vielleicht, wie die Zitadelle gebaut wurde. Oder warum die Keeper immer alles umändern. Es gibt endlos Möglichkeiten. Tja, schade, dass das jetzt alles umsonst war. Sie kommen nicht ungeschoren davon. Nein, bitte. Ich tue alles. Ich habe Credits. Lassen Sie mich gehen und Sie bekommen sie alle. Credits. Was geht hier vor? Bereitet dieser Volus Probleme, Commander? Oh ja. Er hat bei seiner Arbeit Daten gestohlen. Wirklich? Sie kommen besser mal mit. Aber... Ich übernehme, Commander. Danke für Ihre Hilfe. Aber die Daten. Sie wissen nicht, was Sie angerichtet haben. Okay, sparen Sie sich das für den Anwalt. Stufenaufstieg. Sehr schön. Wieder nur zwei. Was nehmen wir denn jetzt mal? Wir nehmen mal hier das Positive und nehmen mal ein bisschen Schmeicheln. Dann können wir auch die andere Quest abschließen. Hoffentlich mit dem Leichnam der verstorbenen Soldatin. So, was haben wir denn jetzt noch offen? Genau, Wunsch der Reporterin, die Heimkehr. Ich denke mal, man kann mit der Schwester da im Flux auch nochmal reden. So, dann jetzt erstmal die Heimkehr. Präsidium. Blb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 l
Los, jetzt ab zum Bosca. Ab zum Bosca. Wir speichern nochmal. Hallo, Bosca. Hallo, Commander. Kann ich etwas für Sie tun? Das ist nicht richtig, was du tust. Ich verstehe Ihr Interesse, aber es ist nicht richtig, den Leichnam zu beschlagnahmen. Commander, gerade Sie sollten wissen, wie weit wir gehen müssen, um die Menschheit zu schützen. Ist trotzdem nicht richtig. Die humanitären Werte haben immer noch Priorität und es ist mein Job, dafür zu kämpfen. Schon gut, Commander, ich gebe auf. Es war schon nicht einfach, Mr. Bartia loszuwerden und ich will keinen Ärger mit Ihnen riskieren. Sagen Sie Samisch, dass die Leiche zur Erde zurückgebracht wird. Ich werde mich selbst gleich drum kümmern. Super, dann haben wir die Quest ja auch gleich abgeschlossen. Können wir dem Samisch sagen, dass seine Frau wiederkommt. Ja, also, ich meine, die Urne mit dem Leichnam, mit der Asche der toten Frau. Na? Hallo. Hallo nochmal, Commander. Haben Sie etwas gehört? Ja, sie kommt nach Hause. Ich habe Mr. Bosca verdeutlicht, wofür wir wirklich kämpfen. Ihre Frau kommt nach Hause zurück. Ich danke Ihnen. Ich werde nach Hause gehen und alles vorbereiten. Es macht mich nicht glücklich, aber es tröstet mich. Auf Wiedersehen, Commander. Jupp, bitte. Super. Na dann, können wir ja jetzt noch schnell ins Lux und zu der Reporterin. Jupp. Lalala, Flux. Da müssen wir, wie gesagt, jetzt die Schwester antreffen. Können ihr davon erzählen, dass ihre andere Schwester, die Jenna, halt raus ist aus dem, aus Koras Nest. Das wird ihr... Oh. Hier los. Das kümmert ihn gar nicht. So. Was ist mit dir los, Shells? Ja, was gibt's? Was ist los? Wurden sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Und hier sind sie. Der Betrüger. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Was für ein Experiment. Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Ja, das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum? Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Wie soll das gehen? Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Nee, das ist falsch. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Tja, ja. Da habe ich was anderes gehört. Und was genau hast du gehört? Nö. Egal, wo ist denn jetzt die Schwester? Die Lester-Schwester. Da haben wir sie ja. Hey, Rita. Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Ach, kein Problem. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Und trotzdem wirken sie nicht so froh. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Oh. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Ach, Gottchen.